So, hier haben wir jetzt die Situation, dass wir ungefähr 4 bis 5 Meter bis zum grünen Anfang haben und dann relativ viel Platz zwischen grünen Anfang und Pin haben. Das erlaubt es uns, 3 verschiedene Spielvarianten in Betracht zu ziehen. Der eine ist der Pitch. Da wird die Landing Area so 3-4 Meter vor der Fahne sein. Dann der Chip mit dem Achtereisen, wo der Ball Anfang grün aufkommt und dann die 15 bis 20 Meter bis zur Fahne hinrollt. Und die dritte Variante wird der Putter sein, weil hier wir auf dem Kurzgemähten liegen und alle 3 Varianten möglich sind. Die technisch einfachste ist sicherlich der Putter, dann der Chip und die schwierigste Variante ist der Pitch. Ich zeige euch zuerst den Pitch. Routine, ich stehe jetzt hinter dem Ball, visualisiere die Landing Area, wo der Ball aufkommen soll und stelle mir im Kopf vor, wie der Ball ins Loch rollt. Gehe zum Ball hin, mache 2 bis 3 Probeschwünge, um das Gefühl für die Länge zu bekommen und werde dann den Schlag ausführen. Als nächstes das Achtereisen. Die Routine bleibt gleich. Ich gehe hinter den Ball, visiere jetzt die Landing Area, die deutlich näher am Ball ist und den viel längeren Roll. Mache 2 bis 3 Probeschwünge, um ein Gefühl für die Länge und die Geschwindigkeit zu bekommen und führe dann den Schlag aus. Und als letztes die fehlerverzeihendste Technik. Hier geht es jetzt darum, die Linie genau anzuvisieren, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel langsamer der Ball durch das Vorgrün wird und dann auf die Fahne zurollt. 3 Probeschwünge, um ein Gefühl für die Länge zu bekommen und dann wird der Putt ausgeführt. Oh. 3-mal ziemlich ähnliches Ergebnis, wobei der Putter sicherlich die sicherste Variante ist. Man hier auf sein Gefühl sich verlassen sollte, welche Variante zu jemandem passt.